Servus Leute, und weiter geht's mit einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, was machen wir jetzt? Wegmarkierung. Genau, da hatten wir uns ja den Weg hier markiert für den Turm, aber da war doch ein bisschen woanders gewesen. Wir machen weiter mit Ishikawas Geschichte. Der wäre hier oben. Kurzbogenfarbe gibt's dort. Genau, Geschichte fortsetzen. Und ja, wir schauen mal, was uns dort erwartet. In der letzten Folge haben wir ja die Tomoe getroffen, die sich eigentlich als andere Person ausgegeben hat, aber wir haben das Spiel durchschaut. Und ja, jetzt mal schauen, was der Ishikawa, ich glaube schon, mit ihr vorhat. Wir markieren uns hier mal den Weg und genau. Einmal eine Schnellreise hin. Gut, finde Ishikawa beim Yogaku-Tempel. Jetzt schauen wir mal. Wir können immer noch nicht aufwerten. Uns fehlt noch ein bisschen was an Materialien. Ich könnte mal schnell schauen, wie viel es jetzt noch ist. Ne, warte mal, wo war denn das jetzt? Tasche, uns fehlen noch. 60 Stück sowas fehlen noch. Okay, das kriegen wir jetzt auf die Schnelle nicht her. Okay, Ishikawa, sprechen. Sakai, gibt es Neues? So in der Art. Ich sprach mit Tomoe. Sie versteckt sich im Norden. Die Mongolen sind jetzt gegen sie. Wenn ihr sie gesehen habt, warum lebt sie dann noch? Ihre Schützen bereiten einen Großangriff vor. Sie will, dass wir drei sie ausschalten. Oder sie will mit unseren Köpfen wieder zurück zu den Mongolen. Sie hätte mich töten können, Sensei, aber hat es nicht. Es hat mir bisher nur geschadet, Tomoe zu vertrauen. Ich vertraue ihr nicht. Aber wir brauchen ihr Wissen. Und sie braucht unsere Hilfe. Dann ist sie ein Narr. Und wir beenden es. Okay, weiter geht's mit vorübergehender Freundschaft. Haben wir in der letzten Folge ja schon angefangen. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Okay, Aufzeichnungen aktualisiert. Wo geht's hier weiter? Planen einen Angriff auf die Festung. Ich sehe jetzt hier aber keine Quest. Hier ist alles erledigt. Warte mal, wollen wir kurz noch mal warten. Guten Tag. Die letzte Ruhe. Okay, schauen wir auf die Karte. Oh, doch, bis ganz hier unten. Meine Güte. Okay, dann gehen wir wieder ins alte Gebiet zurück. Mal schauen. Gibt es hier noch was? Geschenke gibt es jetzt keine. Darf ich euch helfen, mein Herr? Du hast ja nichts. Güte, was hast du denn da? Ja, Rüstungsfarben. Geistrüstung Kusaku. Schaut auch cool aus in Rot. Wir kaufen es mal. Euch hilft, hilft uns allen. Ich wünsche euch stets freies Geleit. Okay, dann würde ich sagen, ich vergesse immer die Kamera. Sorry, Leute.
bin immer so vertieft dann, dass ich das gar nicht mehr denke. Gut, dann wir porten einmal zum Kushi-Tempel. Und dann gehen wir runter. 5 Kilometer, hat er gesagt, von hier oben. Sieht eigentlich richtig wenig aus. Die Karte doch nicht so groß. Okay. Das ist einfach meine Lieblingsmaske. Gefällt mir am besten. Müsste hier sein, genau. Sakai. Habt ihr von Tomoe gehört? Wir drei werden uns treffen. Dann verrät sie, wo und wann ihre Schützen angreifen wollen. Wird sie uns die Wahrheit sagen? Wir werden sehen. Und Sakai, wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Ich bin vorbereitet, Sensei. Gehen wir. Okay, die letzte Ruhe. Wo wollen wir hin? Nördlich der Umugi-Bucht. Sie will uns in einer alten Spielhölle treffen. Eine gute Stelle für einen Hinterhalt. Wir sind im Vorteil. Die Mongolen haben sie verraten. Sie ist verzweifelt. Verzweifelte Feinde sind gefährlich. Denn sie sind unberechenbar. Tomoe hat 2 Möglichkeiten. Mit uns arbeiten oder uns verraten. Warte mal. Ihr habt sie... Wir müssen schon mal rüber gucken. Sieht komisch aus. Sie kann uns mit ihren Schützen. Sakai! Ah, ja, ist ja gut. Wollte wieder mal gucken. Sie kann uns mit ihren Schützen helfen. Das ist das Risiko wert. Ihr spielt mit eurem Leben. Sie hätte mich in Yogaku töten können. Und mich verloren. So bekommt sie uns beide. Wenn sie uns nicht hereinlegt, hören wir sie an. Und wenn der Angriff stattfindet, kooperieren wir. Danach kümmern wir uns um sie. Sie hat ihr Volk verraten. Dafür wird sie büßen. Warte mal. Würdet ihr bitte? Nein. Geht das nicht? Nein, sowas regt mir auf. Ich muss mir hier einen Marker hinbauen. Geht nicht. Eieiei. Was sagt ihr ihr, wenn ihr sie seht? Ich habe Tomoe nichts zu sagen. Ihr wollt keine Antworten? Seit sie überlief, hattet ihr keinen Kontakt mehr. Als sie mich verriet, nahm sie sich jede Chance auf Gespräche. Wir nähern uns. Augen auf. Augen auf beim Autokauf. Wir gehen zu Fuß weiter. Dass es immer dunkel ist, wenn wir hier irgendwas machen. Kopf runter. Hier könnten sich Schützen verbergen. Das ist die Spielhölle. Keine Mongolen. Ja, hier waren wir auch schon mal. Halt, stopp. Ja, sie ist alleine. Dort rechts. Ich gehe da in Position. Und ihr? Sensei Ishikawa! Jin! Wenn ich euch töten wollte, wärt ihr bereits tot. Verdammt. Hier rüber! Auf keinen Fall.
Sensei? Jin? Noch immer so selbstsicher. Das musstet ihr mir nie beibringen. Eure Schützen planen einen Angriff. Wo und wann? Umugi-Bucht. Und schon unterwegs. Wieso so offen? Der Khan hat mich betrogen. Ich nehme ihm meine Schützen. Und wenn wir sie nicht aufhalten, löschen sie die Umugi-Bucht aus. Ich glaube euch nicht. Tut nichts. Und seht, was geschieht. Verdammt! Sie sind mir gefolgt! Verflucht, Tomoe! Überlebe den Hinterhalt. Was? Ishikawa ist gefallen. What the fuck? Okay, wir sind hier raus. Keine Fallen mehr, Tomoe. Das war keine Falle. Okay. Wer weiß, ob das. Sie hat auch gegen die Mongolen gekämpft, Sensei. Um uns zu täuschen und in Sicherheit zu wiegen. Wenn ich euch mit einem Pfeil durchbohren will, könnt ihr mich nicht aufhalten. Genug. Die Umugi-Bucht könnte in Gefahr sein. Wir müssen los. Gut. Doch wenn Tomoe nur falsch atmet, landet sie im Dreck. Ihr zwei. Hier lang. Die Umugi-Bucht zu retten, löscht eure Untaten nicht aus, Tomoe. Sie zwangen mich, den Weg des Bogens zu leeren. Zwangen sie euch auch, die Euren in Fort Nakayama zu töten? Sie wurden gefoltert. Ich schenkte ihnen den Gnadentod. Und die Mongolen verschonten mich. Ich entschuldige mich nicht fürs Überleben. Mongolen-Patrouille! Ich hab sie. Hey, wie lange brauchen denn die? Wie kommen wir am besten zur Küste? Sieht man uns auf dem Weg zur Umugi-Bucht, werden die Schützen alarmiert. Stimmt. Wir sollten die Straße meiden. Hier über dieses Feld. Wie
fandet ihr mein Lager in Akashima? Eure Leute griffen mich an. Fällt der rund Spindel. Sie hatten Befehle, euch beide zu meiden. Ich wollte ein Dutzend weitere Lager. Gut, dass sie eure Befehle ignorierten. Ich verlor die Kontrolle. Als wir Kushi erreichten, hatte ich nichts mehr zu sagen. Da sind noch mehr. Viel mehr. Greift an. Sensei Ishikawa. Die Bäume am Ende des Feldes. Dort könnten wir ausruhen. Ungesehen. Tomoe, in Kushi verlort ihr die Kontrolle über die Mongolen. Doch eine Frau sah euch dort mit ihnen. Ihr habt sie lebendig verbrannt. Das bin ich nicht gewesen. Nicht mit eurem Bogen. Doch ihr lehrtet ihre Mörder. Meistens brachte ich sie dazu, Leben zu verschonen, statt zu nehmen. Okay, wir müssen Schutz suchen. Ah, läuft doch ganz gut eigentlich. Schon lang da, Mensch. Die Mongolen bieten alles auf. Sie sind hinter mir her. Ich dachte, sie wären weg. Und das erwähnt ihr erst jetzt? Besser jetzt als nie. Wartet hier bis zur Nacht. Wir nutzen die Dunkelheit zu unserem Vorteil. Verschonen Sie die Bucht bis dahin? Nein. Sie bringen Schützen in Stellung, damit niemand heraus kann. Und planen ihr Gemetzel. Ruht euch aus. Ich halte Wache. Ich bin ja gespannt, was wir mit dir machen, wenn es fertig ist. Tomoe, ihr geht voran. Der Sensei und ich folgen. Wollt ihr mir in den Rücken fallen? Entdecken euch die Mongolen, verschwinden wir und töten sie. Bleibt in der Nähe. Lasst sie nicht aus den Augen, Sakai. In Ordnung, Sensei. Gut. Speer voraus. Jin, einer für euch und einer für mich. Es kommen noch mehr. Versteckt euch. Tahoro, Nater, Busatten, Ende Sonner Serem Stepa. Auf euer Zeichen, Sakai. Nicht verfehlen, Sensei. Ein Pfeil, ein Tod. Ihr habt den letzten mit dem kreisenden Falkenschuss erlegt, Sensei. Das habt ihr gesehen? Eure Technik ist auch neu. Ich nehme die rechte Hand runter, wenn man dann loslässt. Wie interessant. Nähern sich schon wieder an die zwei hier, hä? Verstehen Sie schon wieder? Niemand hat gesagt, es würde leicht. Kämpfen wir hier, werden die Schützen alarmiert. Dann greifen sie an, bevor wir an der Bucht sind. Zu hohes Risiko. Was denkt ihr, Sakai? Folgt mir, nicht zurückfallen. Oh Gott, finde den Weg durch das Moor.
Das ist schwierig. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Okay. Wir stehen alle hinter dem Berg. Okay, geschafft. Meine Schützen. Greifen wir an. Ziehen Sie sich in die Stadt zurück und verteidigen sich dort. Unschuldige werden sterben. Seht ihr die Fässer auf den Wagen? Ich schleiche mich an. Ein Brandpfeil. Wenn ihr schießt, schnappen sie euch. Wenn ihr zwischen den Bäumen bleibt. Verfehle ich sie. Ich muss näher heran. Wieder gut machen, was ich angerichtet habe. Geht. Ihr vertraut ihr? Ich vertraue ihrem Rachedurst. Deswegen war sie uns immer einen Schritt voraus. Ihr habt sie viel gelehrt, Sensei. Ich weiß. Bereit machen. Jetzt! Okay, hat gut geklappt. Wo ist die andere jetzt? Tomoe, wo ist die hin? Nicht schlecht, Sakai. Wo ist Tomoe? Weiß nicht. Ist sie verletzt? Tomoe! Gegen Ende des Kampfes stand sie bei dem Torbogen dort drüben. Er führt direkt zur Omogi-Bucht. Wenn sich Mongolen dorthin zurückgezogen haben. Hat sich sie gewiss gejagt. Tod von Tomoes Schützen macht ihre Verbrechen nicht ungeschehen. Aber sie hat Rache genommen. Ist das alles? Sie hat mit uns gekämpft. Das ist von Bedeutung, sobald der Feind besiegt wurde. Vergesst die Mongolen. Was will sie in der Omugi-Bucht? Hier gibt es nichts außer Diebe, Meuchelmörder. Verdammt. Und Schmuggler. Sie will mit einem Boot von der Insel. Okay. Sorry, dass ich ein bisschen langsam durchgehe, aber ich schaue mal an den Statuen, ob man sich da irgendwo verbeugen muss. Ihr da! Ja, mein Herr. Ist hier eine Frau vorbeigekommen? Eine Kriegerin. Sie wollte zum Strand. Hier lang! Alles klar. Tomoe hat uns zum Narren gehalten. Sie half, die Omogi-Bucht zu retten. Die Mongolen waren hinter ihr her. Wir gaben ihr eine Möglichkeit, die Insel sicher zu verlassen. Scheiße, die ist falsch. Immer einen Schritt zurück. Oder? Aber noch können wir sie aufhalten. Na ja, da.
Wartet. Sensei Ishikawa, wir haben einander scharf verurteilt. Doch der Buddha lehrt uns, dass unsere größten Feinde die besten Lehrer sein können. Ich bin dankbar für eure Lehren und dass ich an eurer Seite kämpfen durfte. Ein letztes Mal. Ich war eure Schülerin. Ich wäre eure Tochter geworden. Doch der Weg des Bogens liegt nun hinter mir. Was liegt voraus? Ich bin wie ein Pfeil, schnelle durch die Luft. Wer weiß, wo der Wind mich hinträgt. Es ist vorbei. Vielleicht erreicht sie Kyoto doch noch. Wäre sie jemand anderes, hielte ich es für unmöglich. Wir müssen einen Krieg beenden, eine Heimat aufbauen. Ich habe keine Lehren mehr für dieses Leben, außer eine. Versprecht mir, meine Fehler nicht nochmal zu machen. Versprochen, Sensei. Okay, die letzte Ruhe abgeschlossen. Und somit müssten jetzt eigentlich alle Geschichten abgeschlossen sein. Tomoe hätte ein großer Samurai werden können. Okay. Jetzt wird es hier mit Jins Reise weitergehen. Gut, Leute, ich würde sagen, ich wollte schon mal was probieren. Und zwar... Port mal schnell her. Ich habe da was gesehen zum... wo wir uns verbeugen können. Und das muss er wieder erstmal finden. Das ist das ganze Problem. Irgendwo hier die Richtung. Das war so ein Fuchsding. Ob ich das jetzt noch finde, das ist... Gar nicht so einfach. No. Ich glaube, es müsste irgendwo hier vorne gewesen sein. Ah, da ist es. Okay, passiert nichts.
Haben wir das vielleicht schon gemacht? Gar nicht so einfach. Okay, Leute, dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt an der Stelle einen Cut und ja, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir werden dann vielleicht mit der Hauptstory ein bisschen weitermachen. Und in der Zwischenzeit werde ich ein bisschen offscreen das Gebiet noch ein bisschen weiter aufdecken und ja, so Fuchsbauten und sowas machen. Dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Gut, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.